So, herzlich willkommen. Neues Let's Play. Aber ist neue Augen, wie man hier so schön sieht. Der zweite Teil von Edna. Beziehungsweise halt die Fortsetzung von Edna bricht aus. Ja, ich will gar nicht lange irgendwie um den heißen Brei rumreden, außer nochmal zu erwähnen, ich bin ein riesiger Didalic-Fan und hab das Spiel ewig nicht mehr gefreut. Nicht mehr gespielt. Ich freue mich riesig drauf, jetzt nochmal damit anzufangen. Und ihr dürft mir dabei ein bisschen zugucken, wie ich wahrscheinlich an den meisten Rätseln verzweifeln werde. Nee, ich weiß es noch nicht. Aber ja, ich freue mich aufs Spiel und vielleicht freut sich der eine oder andere ja übers Zugucken. Fangen wir an. Solange jetzt sowieso noch der Vorspann läuft, aktuell nicht wundern, wenn zwischendrin teilweise mal so ein kurzes Knacken kommt und dann keine Hintergrundgeräusche und auch ich nicht mehr zu hören bin. Ich bin etwas erkältet und schalte ab und zu kurz das Mikro weg, wenn ich mich räuspern muss oder so, dass das nicht so extrem laut in der Aufnahme drin ist. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Würden gleich weinen, mein Schatz. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon echt drauf. Die beiden Edna-Spiele sind meiner Meinung nach zusammen mit Night of the Rabbit und Deponia eigentlich so die besten aus der ganzen Reihe, aus der ganzen Didalic-Reihe. Und ja, ich bin auch am Überlegen, noch ein Let's Play zu Edna zu machen. Also, Edna bricht aus. Mal schauen. Ich hätte Lust drauf, aber es gibt da schon so extrem viele Let's Plays und ich finde eigentlich irgendwie mal ein bisschen, man braucht nicht 1000 Let's Plays zu einem Spiel. Aber vielleicht mache ich es trotzdem just for fun, weil ich einfach Spaß dran hätte nochmal. Weil ich es halt sowieso nochmal spielen will. Und wo ich halt auch noch wahrscheinlich eins zu machen will, ist dann Night of the Rabbit. Aber alles zu seiner Zeit. Wenn ich jetzt an zu vielen Spielen mit den Let's Plays anfange, dann müsst ihr nämlich immer so ewig warten, bis dann zu dem Spiel, was ihr vielleicht sehen wollt, der nächste Teil rauskommt. Da ich sowieso schon zu wenig Zeit zum Aufnehmen habe. Ja. Ja, man hört, wie gesagt, ein bisschen, glaube ich, auch, dass ich erkältet bin. Au, da klingelt was. Türklingel, Moment. Doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Wieder. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das eben gehört habt. Das war meine Türklingel. Und nein, ich habe keine Ahnung, wer da gerade an der Tür war. Auf meine Frage, hallo, wer ist da, kam einfach nur, ja, hallo, bitte mach Türe auf. Und auf Nachfragen kommt auch nichts anderes. Also von daher ist es mir egal. War niemand, den ich kenne, war niemand, der zu mir will. Denn in entscheidenden Momenten habe ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ach, das Lied ist ja schön, aber das Intro ist so lang. Pass damit auf,
sonst gibt's Narben. Ich hab gar keinen Counter auf dem Handy. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ah, los geht's. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Ich dachte eben die ganze Zeit, sie pfeift. Lilly, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. So. Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter kehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Ja, das war gerade Edna. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Wollen wir das Tutorial spielen? Eher nein. What the? Ja, die Geräusche, die man hier gerade hört, ist der Timer, der irgendwie noch nicht ganz so lief hier, nicht ganz so läuft, wie er laufen sollte. Egal. Schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Guck mal, wir haben hier ein bisschen Laub. Wir haben hier Lee by itself. Und ansonsten haben wir hier gerade so gar nichts. Haken wir ein bisschen Laub, hm? Was hat sie jetzt damit vor? Ah. Schieben wir es wieder nach hinten. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Squeak. So, schön den Laub nach da vorne schieben. Kratzen wir mal da hinten. Das ist ja nicht zum Aushalten. Einfach mal weiter nerven. Jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Ach, egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist, der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen?
um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Das arme Mädchen. Aber we've got our Inventar. Können nicht mehr weiterhaken und auch nicht mehr kratzen. Sehr schade. Und wir haben... Hallo? Wir haben ein Wollknäuel. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. So, schön zu wissen. Wir gehen zum Hintergarten. Die Kleine erinnert mich so ein bisschen an diese Schlangenfrauen aus... Wo kommen die her? Indien? Ich weiß gerade nicht. Denn diese Ringe am Hals haben, dadurch der Hals so hochgehalten wird. Wobei bei ihr sieht es eher so aus, als wenn die Zöpfe den Hals hochhalten. Lilly sollte das Beet umgraben. Wenn sie dabei einen Schatz fand, konnte es ihr niemand verübeln. Richtig? Edna war Lillys beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Hey Lilly, hast du dich endlich vom blöden Geharke loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moa, hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Gut zu wissen. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Okay, soweit wissen wir jetzt schon mal, wir brauchen eine Schaufel. Und können hier soweit auch nichts mehr machen. Hm? Also ne, wir sind ja noch im Gespräch. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha.
War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Gut. Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Schauen wir mal weiter. Baum, Termiten. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Der Schaukelbaum wimmelte. Ja, hat man grad. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Ist aber cool, dass sie es aus der Entfernung noch sehen kann. Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Schaukeln wir doch eine Runde. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Okay, hier können wir nicht weiter. Bewegen wir uns nochmal zum Teich zurück. Wir müssen irgendwie in den Garten, das heißt, wir müssen irgendwie in das komische Kloster, Schulding, whatever. Oh, wait. Kellerfenster. Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Dann haben wir noch einen Presslufthammer. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Ein Rubikwürfel. Sehr cool. Wir können nicht damit interagieren, schade. Ofen kann man auch nichts machen. Und hier runter klettern will sie auch nicht oder kann sie nicht. Schade. Jetzt können wir zum Brunnen gehen. Okay, hier haben wir schon Marmelade. Lilly mochte Bienen. Honig. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Schade. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Ich hab grad so einen Drang, hier reinzustoßen. Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Womit? Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten. Als wäre das deine Stärke. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. What? Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Unterschätze mich nicht, Junge. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern.
Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly. Du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Naja, okay. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Außer Edna. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Da kletter rein, da kletter rein, da kletter rein. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Ach man, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Sie sagt doch gar nichts. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Gut, egoistisch. Gut. Wenn du mir nichts Interessanteres zu sagen hast, ich dir wahrscheinlich nicht die Hake überziehen kann, oder? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Gut, dann nicht. Gartenschlauch ist toll. Ab in das Inventar? Ne? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Ja, geh mal ins Kloster. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Lilly durfte nicht... Hoffentlich... Ja. Es klang fast so, als wäre er jetzt in den Brunnen gefallen. Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Und er wohl ist? Au! Ah! Was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Ah! Oh nein! Ups. Jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Lilly!
Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Schauen wir doch mal. Lilly! Hilfe! Lilly hört, aber ja. Sie war genau wie... Wo war er? Ich dachte jetzt eigentlich eher, dass sie hier... Wir können den Brunnen ja mit Wasser füllen. Vielleicht. Schade. Der Wasserhahn war leer. Wohin der Schlauch wohl führte? Komm, holen dir. Und ab in den Teich. Was für einen Zweck der Schlauch erfüllte, blieb schleierhaft. Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding. Das hätte ich mir jetzt fast so gedacht. So, und Pumpe anschalten. Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann ein... Ey. Mich aufs Neue zu enttäuschen. Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Müssen wir uns wohl was überlegen. Was sagen, kommt ja nichts raus. Schade. Der Wasserhahn war leer.